There.
ein ganz angenehmes Gefühl, wenn man dann nur ein Zettel ausschickt und es kommen so viel zu. Aber einen besonderen Gruß, der geht an unseren Pfarrer Magister Franz Hohl, der die Pferdesendung durchführen wird. Besonders begrüßen möchte ich auch Bürgermeister Karl Ritter. Ein besonderer Gruß gilt auch allen Vereinsleuten, die sich bei uns hier eingefunden haben und auch beim Fest teilnehmen. Ich wünsche allen natürlich dann alles Gute das ganze Jahr über, ob auf den Rücken der Pferde. Und ich möchte mich bedanken für alle, die heute gekommen sind, weil es wird von Jahr zu Jahr immer mehr Reiter und auch besonders Kutschenfahrer mit der jedenfalls einschließen, Reitwege nicht. Ist eine steigende Tendenz da für die Teilnehmer und aus was für einem Umkreis von Schenkenfelden kommen die zu? Es ist verschieden, es kommt aber auch viel auf die Wetterlage drauf an. Wir haben derzeit so gleichbleibende Tendenz. Es waren schon öfter 120 Pferde auch, aber der Durchschnitt ist so zwischen 100 und 115 Pferde, was wir ständig haben. Du warst daher beim Leonhardiritt in Schenkenfelden dabei. Wie hat es dir gefallen und wie viele Mal warst du dabei? Na super, ich war jetzt das vierte Mal dabei. Und es ist voll klasse, weil wir heute direkt im Ort sind, aber die Anbindemöglichkeiten gehen ein wenig an. Wenn ich da so rundherum schaue, da gibt es ja eigentlich genug, oder? Improvisieren, wir improvisieren.